is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Gottes Volk in der Feuerprobe. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wir brauchen uns nicht täuschen zu lassen. Wunderbare Szenen, an denen Satan unmittelbar beteiligt ist, werden bald stattfinden. Gottes Wort erklärt, dass Satan Wunder wirken werde. Er wird Menschen krank machen, dann aber plötzlich seine satanische Macht von ihnen nehmen und sie werden als geheilt betrachtet werden. Diese angeblichen Heilungen werden Siebenten-Tags-Adventisten auf die Probe stellen. Viele, die große Erkenntnis gehabt haben, werden nicht weiter in diesem Licht wandeln, weil sie nicht mit Christus eins geworden sind. Ich sah unser Volk in großer Not. Sie weinten und beteten und beriefen sich auf Gottes zuverlässige Verheißungen. Während uns die Bösen umgaben und verspotteten und drohten, uns umzubringen. Sie verhöhnten unsere Schwäche, sie lästerten über unsere kleine Zahl und verspotteten uns mit Worten, die uns tief verletzen sollten. Sie warfen uns vor, eine Außenseiterstellung einzunehmen, uns von der übrigen Welt abzusondern. Sie hatten uns von allen Hilfsquellen abgeschnitten, sodass wir weder kaufen noch verkaufen konnten. Und wiesen auf unsere erbärmliche Not hin, auf unseren niedergeschlagenen Zustand. Sie konnten nicht begreifen, wie wir ohne die Welt leben könnten. Wir wären doch von ihr abhängig und müssten uns den Sitten, Gebräuchen und Gesetzen der Welt anpassen oder sie verlassen. Wenn wir die einzigen Leute der Welt wären, die Gott gefielen, dann würde alles total gegen uns zu sein scheinen. Sie sagten, sie hätten die Wahrheit. Bei ihnen würden Wunder gewirkt. Himmlische Engel sprächen mit ihnen und lebten mit ihnen. Große Machttaten, Zeichen und Wunder würden bei ihnen vollbracht. Dies wäre das weltliche Millennium, auf das sie so lange gewartet hätten. Die ganze Welt hätte sich bekehrt und stimme dem Sonntagsgesetz zu. Nur dieses kleine, schwache Volk trotze den Landesgesetzen und den Gesetzen Gottes und behaupte dabei, sie seien die einzigen auf der Erde, die Recht hätten. Die Sicherheit des Volkes Gottes liegt nicht im Vollbringen von Wundern, denn Satan würde jedes gewirkte Wunder nachahmen. Sie sollen sich fest auf das lebendige Wort stützen. Es steht geschrieben. The Lord is coming. Are you ready?